Sollen wir hier schon mal ein paar Pflanzen ernten? Können wir eigentlich gleich mal machen. Ne, jetzt sind da schließlich alle beisammen. Hier ist da noch eins. Weil es sind auch so viele. Pusteblume haben wir schon. Ja, ich glaube, das reicht jetzt aber mal. Sonst sind wir hier wirklich nur beschäftigt mit Pflanzen sammeln. Weiter so, Plätze. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Lauf, Plätze! Wir sammeln hier noch ein bisschen was ein. Berberrohrfrucht. Keine Ahnung, wozu wir die gebrauchen können. Und was haben wir hier noch? Schöllkraut. Hier ist noch was Blaues. Das nehmen wir auch mal mit. Balissafrucht. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und hier unten sind noch ein paar Gegner. Aber ich glaube, da warten wir noch, bis wir ein paar Stufen aufgestiegen sind. Was? Mörder? Wie Mörder? Da hinten ist was. Ein Wolf. Nein. Du sollst doch nicht mit dem... Suchst du Ärger? Da wollte er mit den Fäusten angreifen, ja. Demnächst müssen wir uns gleich mal ausruhen, oder zumindest also meditieren, besser gesagt. Beweg dich! Nicht so schnell. Entlöse. Gehen wir? Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an.
Nein, nee, du schuldest uns nichts. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay. Ist hier eigentlich noch was zu plündern oder sowas? Nee. Gar nichts. Nö, gar nichts. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren. Wir steigen hier nochmal kurz ab um eine Pusteblume. Und ich glaube, das war Hundspetersilie. Okay. Ah, komm, den Rest können wir auch laufen. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn man andere übermäßig belästigt. Und von den Einwohnern werden oft Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Und da bekommen wir Aufträge, Hexerarbeiten und lokale Ereignisse. Okay. So, nochmal eine Pusteblume bekommen. Ja, was haben wir hier? Krähenauge, das haben wir auch noch nicht. Und nochmal Hunds Andi, das ist weiße Myrte. Okay. Genau das hier war die Hundspetersilie. Ja. Ja, so langsam bin ich ein richtiger Kräuterfachmann. Schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn husch husch in einer Gruft begraben. Ist hier auch noch was? Ah, hier unten Haarschleierlinge. Okay. Ich wollte gerade noch meditieren. Weil man weiß ja nie, was passiert, ne? Ich werde mal kurz einen Schluck trinken. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Ja,
Die sehen nach Ärger aus, die Jungs. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Ja, dank uns, werte, ne? Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Was ist jetzt los? Achso. Genau, dann zeig doch erstmal, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Oh, Karten. Karten sind natürlich immer gut. Da kauft man natürlich auch alle, die es gibt. Was haben wir hier? Volltest. Das ist auch eine Quintkarte. Na, mal her damit. Oh, jetzt haben wir bloß noch 90. Nicht gut. Können wir irgendwas schon verkaufen? Ja, nicht wirklich. Nee. Das sieht nicht danach aus, als ob wir irgendwas verkaufen könnten. Frank, fangen wir mal unten an. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher Nachtlager. Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Nachtlager könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Okay, wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So, ich weiß gar nicht, wie Stachelbeeren riechen. Noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay. Vielen Dank. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Trommel. Fangen wir mal gleich mit denen hier an. Jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Nicht sehr nett. Ja, das machen wir auch mal gleich. Das Axi-Zeichen.
Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet.